Hallo Sissi, wie geht's dir denn so? Ja, hallo Erich. Gut. Und dir? Was machst du heute? Ich gehe ins Kino. Sag, Sissi, wer sind eigentlich deine beiden Lieblingsschauspieler? Sean Connery und Pierce Brosnan. Echt? Gar keine Frau? Du hast nach Männern gefragt. Nein, Frauen waren mitgemeint. Mitgemeint? Wenn ich das schon höre. Drück dich bitte exakt aus. Hast du noch nie etwas von Gendern gehört? Oh ja, es heißt ja, alles wird sich gendern. Also gut, wer sind deine beiden Lieblingsschauspieler und Lieblingsschauspielerinnen? Soll ich jetzt vier sagen? Zwei Männer und zwei Frauen? Nein, zwei. Aber mittlerweile interessiert es mich eh nicht mehr, wenn du toll findest. Na, jetzt sei nicht so. Kannst du das nicht gendergerecht formulieren? Also bitte, wie heißen deine liebsten Schauspielerinnen? Schau, wenn man das schreibt, schaut das Binnen-I aus wie ein kleines L. Das ist nicht ideal. Stimmt. Und wenn man das jetzt im Dativ verwendet, wird es richtig kompliziert. Sag mir einen Film mit deiner liebsten Schauspielerin. Dann gendern wir mit Genderzeichen. Nenne mir deine liebsten Schauspielerin. Das kann man mit Sternchen schreiben, mit Unterstrich, mit Schrägstrich oder mit Doppelpunkt. Ich finde, Doppelpunkt liest sich sehr flüssig. Ist auch für die Augen nicht so anstrengend. Darf man überhaupt mit Doppelpunkt gendern? Weißt du das? Ja, man darf mit allem Möglichen gendern. Aber man sollte bei einer Variante bleiben. Verstehe. Schau, da habe ich mich letzte Woche beworben. Fachassistenz MWD. Das ist sehr elegant gelöst, weil Assistenz ja völlig neutral ist. Genau, neutral kann man auch gendern. Und wie heißen dann bitte meine LieblingsschauspielerInnen neutral? Schauspielerisch tätige Personen. Aha, na, zum Glück bin ich keine theaterkritisch tätige Person, die über KünstlerInnen Texte schreiben muss. Welche Synonyme fallen dir noch ein, wenn du nicht Männer oder Frauen sagen willst? Ganz einfach. Menschen, Leute, Personen, Anwesende, Mitglieder. Irgendetwas passt meistens. Und die Fachleute, wie heißen die? Da gibt es den Trick mit Schaft und Kraft. Ah ja, statt Lehrer sagt man Lehrerschaft, statt Fachmann Fachkraft. Super Trick. Statt Lehrer kannst du auch Lehrperson oder Lehrender sagen. Aha, lehrend wie liebend. Genau. Liebend oder Geliebte. Das ist der feine Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Partizip. Zum Glück schreibe ich nicht über Liebende und Geliebte, aber über TechnikerInnen. Was gibt's denn da für einen Trick? Statt MitarbeiterInnen kannst du Personal schreiben, statt HelferInnen. Ah, Hilfskraft. Jetzt habe ich's verstanden. Super. Dann sag mir gleich. Wer ist die den Bau in Auftrag gebende Person? Das ist der Bauherr. Richtig. Und wie kann man zum Architekten sagen? Die Architektur schaffende Person. Spitze. Einziges Problem? Im Google hat man damit Pech. Wieso? Erkläre ich dir gleich. Vorher sage ich dir noch eine Gender-Variante, die auch in der neueren Literatur verwendet wird. Die Rollenverteilung. Da gibt es weder Binnen-I noch Sternchen oder Punkte und auch kein Partizip, sondern man verwendet abwechselnd die weibliche und männliche Form. Damit ist niemand ausgeschlossen und die Lesbarkeit ist optimal. Dann würde es heißen, an einem Film wirken viele Menschen mit. Schauspielerinnen, Regisseure, Beleuchterinnen und Kameraleute.
Ja, und die 65 Geschlechtsidentitäten, die nicht männlich oder weiblich sind? Stimmt, die sind dann nicht berücksichtigt. Was ist jetzt mit Google? Google kennt noch kein Gendern. Das würde sich ändern, wenn mehr Leute gegenderte Begriffe suchen. Aber interessanterweise gendern auf Google nicht einmal die Gender-FanatikerInnen. Weißt du das? Schau dir die Statistik an. Nach Friseur suchen über eine halbe Million Menschen, nach Friseurin nur 8.100. Dabei gibt es sicher 10-mal mehr Friseurinnen als Friseure. Und wenn du mit Gender-Sternchen suchst, schaut es noch trauriger aus. Da haben wir noch einen langen Weg vor uns. Aber wenn nicht einmal Google Wörter mit Gender-Sternchen kennt, wie geht das dann mit SEO auf Websites? Da muss man tief in die Trickkiste greifen. Man verwendet einfach die Paarform oder arbeitet mit Rollenverteilung. Manchmal funktionieren auch die neutralen Formen, aber im Beispiel von unserer planenden Person klappt das sicher nicht. Wer sucht schon danach, wenn er oder sie einen Architekten oder eine Architektin braucht? Wenn man super schlau ist, kann man auch die männliche Form, nach der überwiegend gesucht wird, im Hintergrund verstecken. Ah, du meinst in der Meta-Description. Exakt. Oder in Headlines, in Meta-Titles, in Snippets oder in Alternativtexten. Und bei Blogs? Dort auch. In Blogs kann man wunderbar die männliche Form in Headlines platzieren und dann, wie ein Frage-Antwort-Spiel, die weibliche Form unterbringen. Das benachteiligt zwar wieder alle nicht-binären Personen, aber wenigstens erscheinen die Keywords in den Suchmaschinen. Und was ist, wenn mir überhaupt kein Synonym einfällt? Dann schlägst du im Gender-Wörterbuch nach. Super, danke Sissi. Gehst du jetzt ins Kino? Logo, ich freue mich schon, aber nur, wenn du die Karte zahlst und ich die Chips.